So muss das sein, das muss wehtun beim Klatschen, das ist wie Sex. Sehr schön, so, wir haben nicht ewig Zeit. Ja, das hat einen Moment gedauert hier vorne, wir lassen uns Zeit, wir holen den Witz ein und lachen nach, sehr gut. Ich arbeite mit der Seite, die ist aufgeschlossen. Nein, ich habe nicht ewig Zeit, deswegen Konzentration. Ich habe so eine Testpointe, die ich am Anfang immer reinwerfe, um zu sehen, wie das Publikum intellektuell drauf ist. Einfach um zu sehen, in welche Richtung es geht. Ja, das wäre ein Guido Westerwelle-Witz, den würde ich jetzt erzählen und an eure Reaktion sehe ich dann, wie ihr so drauf seid. Ja? Konzentration, hier kommt der Guido Westerwelle-Witz. Guido Westerwelle sitzt mit seinem Sohn in der Sauna. Oh Gott, ist das bitter. Ja, gut, ein paar Intellektuelle sind da. Hier jetzt eher nicht. Das ist okay, man kann den auch anders erzählen. Ja? Also Guido Westerwelle sitzt mit seinem Sohn in der Sauna. Da sagt der Sohn, Papa, du hast aber einen großen Penis. Da sagt Guido Westerwelle, ja, und du musst mal den von deiner Mutter sehen. Das... wäre so ein bisschen das Level, auf dem ich arbeite. Nicht? Das... ihr euch schon mal dran gewöhnt. Außerdem ist es mir wichtig, dass die ersten Reihen, also vorne, einigermaßen attraktiv aussehen. Das sieht hier schon, ja, ich war jetzt viel im Osten unterwegs. Das ist hier schon sehr, sehr gut. Da würde ich jetzt umsetzen, ja. Nein, nein, Moment, stopp, stopp. Das ist ja Comedy. Das ist Comedy, ja. Das ist, hallo, ist es Comedy? Man sagt Sachen auf der Bühne, die muss man nicht so meinen, kann aber. Das ist, nein, das ist Spaß. Nein, wie heißt du? Pascal, das ist hart genug, das muss reichen. Das ist keine Witze über Pascal, das machen wir heute Abend nicht. Und ich war ja auch nicht immer so hübsch, Pascal, das täuscht. Das täuscht. Ja, wirklich, als Jugendlicher hatte ich schlimme Hautprobleme. Im Gesicht sah ich teilweise aus wie so eine halbfertige Pizza Margarita. Und zusätzlich hatte ich so Pusteln, wie beim Niesen mit aufging. So. Uff. Mein eigener Vater hat immer zu mir gesagt, Junge, ein Schlag auf den Hinterkopf und vorne ist Silvester. Man soll ja keine Witze machen über seine Eltern. Ich weiß, Papa, das tut mir leid. Das ist wie gesagt, eigentlich war es ein toller Papa. Das macht man nicht. Keine Sprüche über seine Eltern. Wir waren fast jedes Wochenende mit ihm draußen. Die haben uns immer ins, also immer im Wald mit ihm, waren wir immer draußen und so weiter. Welche Eltern machen das heutzutage noch? Ne? Gut, er hat immer ein bisschen verkniffen geguckt am Montags, wenn wir allein zurückgefunden haben. Aber ist im Prinzip war es eine schöne Kindheit. Man muss sagen, es war okay. Ne? Und ich war nicht nur hässlich, ich war auch noch ein strunzendummes Kind. Ich war unglaublich blöd. Meine Lieblingsantwort in der Schule war immer, keine Ahnung. Hä? Damit bin ich weit gekommen, keine Ahnung. Bis meine Lehrerin irgendwann gesagt hat, es kann doch nicht sein, dass das Kind allein so doof ist. Ich lade mal seine Mutter ein. Und dann hat sie meine Mutter hinbestellt und hat zu meiner Mutter gesagt, sagen Sie mal, Frau Stadelmann, warum kommt der Junge nicht mit? Der checkt überhaupt nichts, der kapiert nichts. Und hat meine Mutter zu ihr gesagt, keine Ahnung. Mein Lehrer hat gesagt, Frau Stahlmann, passen Sie auf, ich gebe Ihnen ein Beispiel, damit Sie es verstehen. Ingmar, noch nicht. Ingmar, wer hat den Vertrag zur Wiedervereinigung unterschrieben? Keine Ahnung. Da ist meine Mutter ausgerastet. Hat geschrien durch den ganzen Raum, hat mich geschüttelt und rief, du sagst der Frau jetzt sofort, ob du das unterschrieben hast oder nicht. Zeigen Sie mal, ich kenne seine Unterschrift. Ja, das ist so... das ist das Level, von dem ich komme. Ne? Das ist so, das ist meine Vergangenheit hier vorne. So. Seid ihr ein Paar hier vorne? Ich so, das sieht, ja, guck ihn dir erst an und dann entscheide. Das ist gut hier vorne. Ja, ja, ja. Ja? Ja? Ihr arbeitet dran. Ihr arbeitet dran. Jetzt gerade? Nein. Das ist. Das wäre zu viel. Das ist zu viel, okay. Ihr kennt, also die ist aber relativ nah dran schon. Also an, oder sie hat getrunken, man weiß es nicht. Das ist. Ihr seid schon, man merkt es, ihr seid sehr nah. Also, das ist euer erstes Date? Was denkst du? Erstes Date? Nein. Aber ihr seid noch kein Paar. Ihr arbeitet dran und geht in die erste Reihe in der Comedy Show. Das ist. Ich bin nur ein bisschen eifersüchtig, weil bei mir mit den Beziehungen haut es immer nicht so richtig hin. Meine letzte Freundin, die Beziehung ist gescheitert, als sie gesagt hat, Ingmar, sei immer ehrlich zu mir. Das machen Frauen. Die sagen zu einem, sei immer ehrlich zu mir.
und gehen danach mit dir ein Kleid kaufen. Das macht ihr! Und dann zieht ihr dieses Kleid an und zieht das Kleid an und fragt mich, Ingmar, macht mich das Kleid fett? Und da war ich ehrlich. Da habe ich zu ihr gesagt, das Kleid macht dich nicht fett. Das Fett macht dich fett. Ja, das, so. Das wollt ihr nicht hören. Das wollt ihr nicht hören. Das ist so. Und dann hat sie gesagt, das mit der Beziehung, Ingmar, das lassen wir, aber wir können ja Freunde bleiben. Das ist ein Satz, den man hören will, oder? Das ist, als wenn ich zu dir sage, deine Katze ist tot, aber du darfst sie behalten. Das ist doch, das will man doch nicht als Mann. Ja? Aber Frauen sagen sowas. Das sind diese kleinen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Die machen es aus. Männer und Frauen benutzen zum Beispiel aus völlig unterschiedlichen Motiven gerne Tempotaschentücher bei Filmen. Ruhig erklären, das ist okay. Ja. Solange du nicht vormachst, das ist okay. Ja, und Frauen stellen komische Fragen, da muss ich dran gewöhnen. Frauen stellen komische Fragen in Beziehungen. Wie gesagt, ich hatte 3 Jahre Beziehung. Nach 3 Jahren Beziehung kommt sie zu mir und sagt, Ingmar, wir sind jetzt 3 Jahre zusammen. Onanierst du noch? Ja, was soll ich denn da sagen als Mann? Keine Ahnung. Ja, das ist doch. Was ist denn das für eine Frage, onanierst du doch? Ich meine, wohnt der Papst im Vatikan? War Bettina Wolf eine Nutte? Onanierst du doch? Ich meine, ist es Fremdgehen, wenn du ihn erwischt? Nein. Kommst du da rein und schreist, was hat die Hand, was ich nicht habe? Einfach Antwort, Hornhaut, oder? So, das ist so. Ja. Das macht dieses aus. Und wir können das heute Abend, wir sind hier im Öffentlich-Rechtlichen, da kann man das mal aufklärerisch sagen. Männer onanieren immer. Ist egal, ob Beziehung, Single, Teddybär im Bett, wir machen es immer. Es gibt genau 2 Gründe, Geilheit oder Langeweile. Eins ist immer da. Und ganz ehrlich, meistens Langeweile, oder? Das ist ja so. So sind wir, ticken so. Gadi durchschaut, sie weiß, wie er funktioniert. Deswegen wird das große Liebe, sie weiß, in seinem Kopf, da gibt's nur 2 Hälften. Da ist nur Hunger. Vögeln! Ja, wenn sie ihn morgens in der Wohnung trifft und er hat keine Erektion, schmiert sie ihm eine Stulle. So, das ist Liebe, so funktioniert das. Ne? Aber bei mir, da hat es immer nicht so richtig hingehauen. Ich habe gedacht, da machst du mal ein neues Modell, machst du mal dieses Freundschaft Plus. Kennt ihr Freundschaft Plus? Freundschaft Plus, für die Älteren, als beziehungstechnisch bedeutet das guten Tag sagen und reinstecken. Ja? Also sehr, sehr simplifiziert. Und das war super. Da hatte ich eine Frau, mit der lief das super. Ja, die wollte immer nur wilden, harten Sex, die ganze Zeit wilden, harten Sex. Und oft hat sie mich danach auch noch angerufen. Und wir waren neulich gerade fertig, ja, also der Lachs hatte gerade geleicht. Da fragte sie mich, sag mal, Ingmar, du bist jetzt 32, hast du nicht langsam mal Bock auf Kinder? Und ich guckte sie schockiert an und sagte, ich dachte, das wäre verboten. Kriegen, ah, so. Ja, das ist aber alles in meinem Kopf, das ist nicht eure Schuld. Das hat mich aber immerhin dazu gebracht, dass ich tatsächlich überlegt habe, willst du eigene Kinder, diese kranke Welt setzen, willst du das? Und ich dachte, nein, das will ich nicht. Ich habe einfach dolle Angst, dass meine Kinder wahnsinnig hässlich werden. Das Potenzial ist da, guck mal hin. Das ist ja, man will doch keine hässlichen Kinder heutzutage. Das will man doch nicht. Eine Freundin von mir hat eine Tochter, die ist unglaublich hässlich. Wir haben das ausprobiert, das ist wirklich hässlich, das Kind. Wir waren mit der Kleinen im Supermarkt. Und ich habe die zum Schluss wirklich nur aus Spaß mal auf diesem Laufband mitfahren lassen. Und als der Scanner kam, stand da Wurstgulasch 2,60 Euro. Das willst du nicht. Und da habe ich gedacht, das ist doch viel besser, wenn man Kinder adoptiert. Es sind doch genug Kinder da. Da kannst du das aussuchen. Hübsch und intelligent müssen sie sein heutzutage. Hübsch, intelligente Kinder, das ist, was wir brauchen. Mach mal Fernseher an, das ist alles voll mit Castingshows. Auch für Kinder. Die müssen was können heutzutage. Die müssen was drauf haben. Ja, und wenn du zu einer Schule gehst heute, da heißt es auch nicht mehr Schulveranstaltung. Da heißt es auch Talentshow. Auch bei den Kleinen. Und wir waren da. Und bei dieser Talentshow an der Schule hat eine 6-Jährige eine Rolle vorwärts auf einer Matratze gemacht. Bei einer Talentshow. Eine Rolle vorwärts auf einer Matratze.
Und die Eltern sitzen neben mir und machen die ganze Zeit. Oh. Und ich frage, was ist denn los? Wir sind so aufgeregt. Ich frage, wieso? Wir sind uns nicht sicher, ob sie es packt. Und ich denke, eine Rolle vorwärts machen? Mit 6? Auf einer Matratze? Ich denke, das sollte möglich sein. Und als dann dieser vakuumverpackte Rollmops auf die Bühne kam, da war ich mir auch nicht mehr sicher, ob sie es schafft. Wie dieser Mini-Moby Dick in Slow-Motion angesetzt hat zur Rolle vorwärts, wo du ja einfach zurufen wolltest, zieh einfach Arme und Beine ein, du rollst von allein. Und als sie fertig war, steht sie so da. Jetzt hat sie gerade eine olympische Goldmedaille gewonnen. Und alle applaudieren, Standing Ovation für das fertige Kind. Und ich bin der Einzige im Saal, der denkt, was zur Hölle? Das ist doch scheiße. Im Grunde genommen applaudiert ihr doch alle gerade wegen der Schwerkraft. Und danach kamen zwei kleine chinesische Jungs. Die haben Geige gespielt, als ging es um ihr Leben. Denn es ging um ihr Leben. Ja? Das sind die Kinder, die ich gerne hätte. Ja? Aber das ist schwierig. Ich komme aus Berlin. Das ist eine Katastrophe da mit Kindern. Frankfurt, das ist alles irgendwie okay, finde ich. Hier kann man Kinder großziehen. Aber Berlin, das ist. In Berlin ist alles kaputt. In Berlin sind die Menschen kaputt, Gebäude kaputt. In Berlin sind Sachen kaputt, die sind noch nicht mal eröffnet. Hey. Nein. Das. Dieser Flughafen, wobei in Berlin sagen wir nicht mehr Flughafen, wir sagen ja Wovereitmahnmal. Ja, im Prinzip setzt der aber Volkes Wille um, muss man sagen. Die Berliner wollten das Ding hier haben. Wenn du einen Berliner fragst, sagt er immer, ist Tegel noch auf? Ja, na dann ist scheißegal. So sind die Berliner. Das läuft da alles ein bisschen anders. Und die Kinder sind halt auch ganz anders drauf. Das ist eine andere Generation. Die ticken anders. Ich habe das gemerkt bei meiner 9-jährigen Nichte. 9 Jahre. Ganz anderes Level. Ich habe zu ihr gesagt, wenn du das Abendbrot aufisst, dann zeige ich dir danach SpongeBob. Und hat sie gesagt, wenn du die Hose aufmachst, zeige ich dich an. So. Anders, das ist anders, Freunde. Nee, andermal habe ich zu ihr gesagt, du musst heute lieb zur Oma sein, Heidi Kabel ist gestorben. Da sagt sie, ist mir scheißegal, ich habe WLAN. Ja, das. Anders. Und so ist die ganze Stadt. Die Berliner sind anders. Die sind immer erstmal dagegen. Warum? Aus Prinzip. Ja. Neuer Flughafen. Dagegen. Warum? Aus Prinzip. So. Als der Papst zu Besuch war bei uns, da waren wir dagegen. Warum? Jawohl, da wurde demonstriert. Der Papst sollte eine Rede halten im Bundestag. Da haben sie dagegen demonstriert und die Begründung war, der soll da nicht reden, der hat so seltsame Ansichten. Und ich dachte, sag mal, Freunde, geht's noch? Guido Westerwelle redet jede Woche da. Das ist, und dann haben sie gegen den Papst demonstriert, weil der Vatikan ja gegen Kondome ist. Und das stimmt nicht. Ich habe da extra nochmal nachgeguckt. Der Vatikan ist nicht gegen Kondome. Der Vatikan hat gesagt, er findet Kondome nicht gut. Bei Strichern und Prostituierten, da wäre es aber okay. Wo ich dachte, schau mal an, wenn sie selber betrifft, sind sie wieder dabei. Ja, schönen Abend, ciao. Ingmar Stadelmann. Ja. Du hast gerade schon gesagt, Frankfurt, Berlin, das ist ja irgendwie doch schon anders. Wobei Hessen, wenn ich Hessen und Berlin vergleiche, Thema Flughafen. Ja. Wir haben ja auch einen neuen Flughafen hier in Hessen, in Kassel. Ja. Unterschied zu eurem ist, in Berlin kann keiner landen, in Kassel will keiner landen. Das stimmt. Ja. Ja. Wobei es gibt jetzt auch eine direkte Flugverbindung von Frankfurt nach Kassel. Du musst halt über Split fliegen. Das geht. Mit Croatian Airlines kann man von Frankfurt direkt nach Kassel über Split. Aber in Kassel gibt es ja auch einen Ort, wo wahnsinnig viel Geld verlegt wurde, was keiner braucht. Das heißt aber Documenta, glaube ich. wenn du mal so genau, du bist ja immer hier wieder in Frankfurt, bist ja. Immer in du lebst in Berlin. Ja. Wie unterscheiden sich die Städte wirklich für dich? Gibt es große Unterschiede? Was ist das Auffälligste? Das Auffälligste, also die Hessen sind schon irgendwie liebenswerter als die Berliner. Ja. Ich kann das erklären. Wenn ich hier ins Rotlichtviertel gehe. Ja. Da schlägt dann eine Wärme entgegen und auch
Sie weiß, wovon ich spreche. Das ist einfach anders. Ja? Ja. In Berlin ist so, mir ist es völlig egal, ob du bezahlst oder nicht. Hier merkt man, da ist das Geld noch nötig. Das ist so ein bisschen Bezuschussung. Was ich mal gerne mag in Berlin, ich weiß nicht, ob Sie auch schon mal in Berlin waren, und wenn man da wieder mit der U-Bahn fährt, ist immer das Allergroßartigste der Motzverkäufer, der reinkommt. Wahnsinn. Das sind diese Leute, die reinkommen, hallo, ich wollte mal, meine Damen und Herren, du kannst sie wahrscheinlich besser nachmachen, aber es ist ja... Total geil. Mein Name ist Stefan, ich lebe seit 4 Jahren auf der Straße, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, wenn Sie mir eine Spende hätten. Ne? Ich habe das neulich habe ich wieder gedacht, das ist so typisch Berlin, da habe ich in dieser Bahn gesessen und da kommt so ein Typ rein, der verkauft wie immer diese Zeitung, hallo, ich bin der Stefan, ich verkaufe die Mods, bla bla bla, ne, die ganze Nummer. Und dann waren so asiatische Touristen, die standen auf und machten ein Foto von ihm, wie er die Zeitung verkaufte. Da dreht er sich um und sagt, was soll denn das? Recht am eigenen Bild, macht das weg. Und dann habe ich gesagt, das ist Berlin. So ist Berlin. Aber jedenfalls, man kann ja auf bestimmten Strecken kannst du ja gar nicht fahren, ohne dass die wirklich jedes Mal ein- und aussteigen. Die wechseln sich ja ab, die haben ihre Tageskarten, mit denen sie da fahren und da betteln. Wenn du in Berlin in die U-Bahn kommst und dich umguckst, da denkst du, diese Stadt hat gar keine Psychiatrie. Das ist, ich würde das gerne mal andersrum machen, habe ich mir überlegt. Ich würde gerne mal da auch aufstellen. Hallo, mein Name ist Roberto Capluti, mir geht's unheimlich gut, wollte ich Ihnen nur mal sagen. Und dann Geld verteilen. Ja. Weil dann glaube ich, keiner mit umgehen. Ich komme aus Frankfurt und ich weiß gar nicht, wohin mit dem Schotter hier. Weißt du? Ja. Das ist, und eine zweite Sache, die ich gerne in Berlin mache, ist mit dem Auto links abbiegen. Weil das ist etwas, das ist in Frankfurt so gut wie unmöglich. Auf mehrspurigen Straßen links abbiegen. Ja. Ich krieg da in Berlin werde ich schon nervös, ich muss da links abbiegen. Weil in Frankfurt ist Linksabbieger fahren so. Weißt du, jeder kennt hier die Schilder. Linksabbieger müssen dreimal rechts abbiegen. Ich glaube, das ist ein politisches Statement hier in Frankfurt, dass man nicht links abbiegen darf. Aber gut. Aber das Problem ist, dadurch, dass ich dann unsicher bin in Berlin beim Linksabbiegen, werde ich immer angehupt. Und das ist sehr speziell Berlin. Belehrungshupen. Christian Vogel. Die sitzen im Auto und die sehen da ganz hinten einen Fußgänger bei Rot rübergehen. Da werde ich verrückt. Wir haben da gedreht für Straßenstars, schon länger her. Wir mussten jeden zweiten Dreh abbrechen, wieder ein Autohupe, wieder eine Belehrungshupe. Das ist aber gar keine Belehrung, das ist das Respektzeichen. Das ist. Das ist mutig, dass du das machst in Berlin. Einfach über die Straße. Ich glaube, da ist mehr Bewunderung dabei. Das Ingmar, ich danke dir für den Besuch. Gerne. Schön, dass du da warst. Ingmar Stahlmann.